Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Astros Playroom. Wir gucken jetzt, dass wir in die Speedrun Challenges gehen. Ich weiß noch nicht, wie lang die werden. Ich glaube einigermaßen kurz, deswegen werde ich die, glaube ich, alle 8 Stück sind das. Und ein Fragezeichen. Ah, vielleicht doch nicht alle in einem Part. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir starten mit dem ersten. Mal gucken, ob wir die Bestzeiten jeweils unterbieten können. Weiß auch nicht, ob das Fliegen schneller ist als normales Laufen. Ah! Ah! Okay. Ich bin auch eigentlich überhaupt nicht der Typ für Speedruns. Muss ich ganz klar einfach mal so sagen. Ich habe noch nie in irgendeinem Spiel einen Speedrun gemacht. Nein! Ah, das war nichts. Ich glaube nicht, dass das was war. Neue Bestleistung. Was doch? Na komm, wir schaffen das aber unter einer Minute. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie schneller ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das nimmt sich gar nichts. Nein! Nein! Ach, das war doch jetzt wirklich unnötig. Aber unterhalb der einen Minute. Ja, ich versuche das nochmal ein kleines bisschen schneller. Weil dieser blöde Fehler drin war. Okay, war das unter... Ah, fast unter 50 Sekunden. Aber sehr gut. Sehr gut, das lasse ich so drin. Nehmen wir uns das mal als Richtwert. Ich weiß nicht, ob die alle gleich lang dauern werden. Aber das ist ja jetzt schon mal wesentlich schneller und wesentlich fehlerfreier als in dem ersten Level. Ich glaube, wenn das so weitergeht, brauche ich das gar kein zweites Mal versuchen. Ja, ich bezweifle, dass das noch besser geht.
Das war sehr gut. Unter 50 Sekunden sogar. Nächste. Ah, Mist. Okay, hier gibt es schon wieder wesentlich mehr Gefahren. Ah. War aber auch sehr gut. 44 Sekunden. Sehr schön. Ja, ich denke mal, ich kriege die alle in einen Part gequetscht. Wird immer besser. Okay, und dann gibt es noch Speedrun-Challenges mit den einzelnen Spezial-, ich nenne sie mal Fahrzeuge. Nein. Oh Mann, das hat gut angefangen. Wow, das war knapp. Treffer. Auch sehr schnell. Okay, und nochmal mit dem Affen, mit dem Jetpack, mit dem Frosch nenne ich ihn mal, und mit der Kugel. Ich glaube, die werden nicht ganz so einfach. Nein. Komm, 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 komm. 44 Sekunden. Sehr gut. Nimm ich auch so hin. Nächstes ist das Jetpack-Rennen. Ich glaube, das könnte schon ein bisschen komplizierter werden. Versuche einfach in voller Geschwindigkeit durchzuboosten. Geht nicht.
Und... ja, 51 Sekunden ist okay. Ich finde die auch tatsächlich nicht so spaßig wie die normalen mit dem Astrobot. Okay, der Hüpfer, hier müssen wir uns merken, wir können einen neuen Sprung schon wieder aufladen, während wir noch im Sprung drin sind. Oh nein. Oh, das ist nicht mein Level. Ja, gut, das war's dann wohl mit der Speedrun Challenge. Haben wir gemacht. Trotzdem 59 Sekunden. Aber ich versuche das Ganze nochmal. Sich so konzentrieren, damit sowas nicht passiert. Ich bin echt hoch konzentriert. Warum mache ich da keinen Turbosprung mehr? Mein Hasslevel. Komm schon. Okay, nehmen wir das so hin. Nehmen wir das so hin. Ich bin halt echt nicht gut in dem Springen. So, und den letzten nochmal. Mit der Kugel, das könnte auch ziemlich anstrengend werden. Ich leg den Controller dafür mal hin. Läuft besser, als ich es erwartet hätte bis jetzt. Nein, 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 nein! Ah, da war doch fast das Ende. Nein, erstmal schön abgebremst am Anfang. Hier nochmal. Ist egal jetzt. Das ist echt nicht einfach. Ich finde das fast sogar noch ein bisschen schwieriger als das mit dem Affen. Weil die Steuerung halt echt ungewohnt ist. Mit diesem Touchpad eine Kugel zu steuern. Man hat zwar die Möglichkeit zu bremsen, aber da das Ganze ja eigentlich ein Speedrun ist, sollte man die Funktion einer Bremse doch zweimal bedenken, bevor man sie nutzt.
Und 46 Sekunden. Die Trophäe haben wir damit auch gekriegt. Unter 7 Minuten. Alle zusammen machen. Sehr schön. Und kriegen wir jetzt noch einen Bonus? Ach, da wird die Gesamtzeit angezeigt. 6 Minuten 19 für die Speedrun-Challenges. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt auch das letzte Video von Astros Playroom. Das nächste Video oder das nächste Let's Play. Müssen wir mal gucken, was das wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr die nächsten Videos auch noch sehen wollt. Lasst gerne auch eine Bewertung und einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.